Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es nicht wie immer los mit einer persönlichen Begrüßung und dem folgenden Intro. Nein, ihr seht hier gerade Aufnahmen, welche ich gemacht habe mit dem Gimbal iSteady Mobile Plus und meinem Huawei P10. Dadurch, dass ich das aber nur noch selten benutze, weil mir einfach mein DJI Osmo Pocket viel besser gefällt bzw. einfach ein bisschen leichter vom Handling ist, habe ich mir gedacht, ich stelle dieses Gimbal in meinem Video vor und zum Schluss verrate ich euch, wie ihr das Ganze in dieser schicken Hardbox gewinnen könnt. Deswegen würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, über ein Abo und bleibt dran. Wir fangen mit dem Lieferumfang an. Und zwar kommt das Ganze in einer schicken Hardcase-Verpackung mit einem Reißverschluss versehen. Und man kann das also wirklich dann auch staub- und spritzwassergeschützt hier unterbringen. Auf der Innenseite sind alle Teile richtig gut untergebracht, weil einfach auch verschiedene Fächer dafür ausgespart worden sind. Da hat man dann praktisch seine Bedienungsanleitung, das Tripod, das Ladekabel und das Gimbal selbst. Das Gimbal selbst wiegt 495 Gramm inklusive der internen Batterie und hat eine Nutzlast von 280 Gramm. Das Ladekabel ist USB auf Micro-USB. Ja, und das kleine Tripod ist eine gute Zugabe, aber ist fast schon etwas zu schwach für dieses Gimbal. Die Bedienungsanleitung ist ausführlich gemacht. Man kann alles Wichtige entnehmen. Ja, und es ist auch alles auf einem guten Deutsch übersetzt. Hier hat man nochmal den Hersteller und auch die einzelnen Gimbal-Funktionen, die man anwählen kann und die Parameter. Hier sieht man nochmal alles von der Ladezeit über die Arbeitszeit bis zum Motorenschutz. In Alltagssituationen ist das kleine, mittelgroße Gimbal eigentlich sehr schnell ausgepackt. Man sieht, es passt wunderbar in einen Rucksack rein. Danach muss man, wie gesagt, nur das Hardcase öffnen und das Gimbal rausholen. Man sollte, wie bei jedem, das Teil nie anschalten, ohne dass oben ein Smartphone als Gegengewicht drin ist. Das Tripod sollte man in jedem Fall immer anschließen, wenn man die ganze Sache justiert. Das muss nämlich vor jeder Benutzung gemacht werden. Das heißt, man stellt das Ganze auf eine ebene Fläche, spannt sein Smartphone über diesen Schnellspanner hier ein. Das bewegt sich auch alles ganz gut. Und dann hat man hinten auf der Rückseite eine einfache Stellschraube, die kann man aufmachen und dann kann man den Längsarm, also den praktisch hier jetzt den horizontalen Arm, kann man rein und rausschieben. Und so sollte das Smartphone manuell ausbalanciert werden, damit einfach diese Gimbal-Motoren nicht zu viel Arbeit haben und das ganze Ding zu stabilisieren. Am Anfang muss man ein bisschen gucken, weil es geht nicht so butterweich. Also man hat hier verschiedene
Möglichkeiten, es einzustellen. Aber das Beste ist halt, wenn man das Ganze mit dem im Lieferumfang enthaltenen Tripod einfach auf den Boden stellt. Dann hat man auch alles richtig gut gemacht. Im Anschluss die Schraube wieder festziehen und den Aufnahmeknopf unten lang drücken. Dann sieht man, wie das ganze Gerät sich einschaltet und dann auch wieder oben ausbalanciert. Das Smartphone ist dann eingespannt und das Gimbal folgt dann den Bewegungen, die man macht, beziehungsweise auch die Einstellung der Modifikation, die man gerade am Gimbal eingestellt hat. Hinten ist die Trigger-Taste. Wenn man die dauerhaft drückt, kommt man in sogenannten Sportmodus. Das heißt, man kann hier einfach schnelle Bewegungen machen und irgendwo hingehen. Wenn man das Ganze zweimal hintereinander drückt, geht das Smartphone wieder in die Grundeinstellung zurück. Gibt es eine Feststellung? Nein, die gibt es nicht. Das war das Tolle bei meinem Smooth 4. Da konnte ich das Ganze in eine vertikale Stellung einfach einrasten. Hier muss man dann immer den Bügel oben festhalten, ist aber bei der Größe auch kein großes Problem. Die Tasten und Modifikationen sind eigentlich sehr einfach. Hier links hat man eine blaue Kontrollleuchte, die zeigt an, dass man mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist. Rechts ist die Mode-Taste. Und über diesen Menüpunkt kann man die einzelnen Modifikationen einstellen. Dann hat man noch die W und die T, den Schieberegler, da kann man rein und rauszoomen, natürlich nur digital. Und hier unten, das ist eine Kombinationstaste, lange drücken und da kann man ein- und ausschalten. Einmal drücken ein Foto. Und zweimal drücken nimmt es ein Video auf. Hier auf der Seite habe ich einen USB-Anschluss und einen Micro-USB-Anschluss. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, hier auch mit einem Stativgewinde das ganze Ding schräg zu positionieren. Die einzelnen Arbeitsbereiche lassen sich ja über diese Modus-Taste einstellen. Und durch einmaliges Tippen ist man auf dem Standardmodus. Sowohl die Neigung als auch die Rollachse sind gesperrt. Und die Kamera kann sich nach links oder rechts bewegen. Wenn man dann doppelt auf diese Modus-Taste drückt, ist die Rollachse gesperrt. Die Kamera kann sich nach links und rechts bewegen und nach oben und unten neigen. Man kann hier sich durchprobieren und gucken, was einfach für die gewisse Situation die beste Option ist. Wenn man anschließend das dreifache Tippen macht, blinkt auch die LED dreimal, also das ist dieses Intelligente, und man hat hier dann einfach diese Möglichkeit, auf einen Gegenstand oder auf eine Person zuzulaufen, und egal wie man das Gimbal dreht, bleibt es praktisch auf dieser Position und die Kamera bleibt in der aktuellen Ausrichtung. Zum Schluss gibt es noch das Vierfach-Tippen. Und hier ist dann die Neigungsachse und die Rollachse und die Schwenkachse auf Folgen eingestellt. Es wird auch gleichzeitig wieder über diese kleine Kontrolle mit vierfachem Blinken angezeigt. Dann hat man noch die Möglichkeit, 6 Sekunden langes Drücken in den Kalibrierungsmodus reinzugehen. Da leuchtet dann das Licht dauerhaft. Und das kann man aber auch der Bedienungsanleitung übernehmen. Was hier wirklich gut ist, dass man über diesen kleinen Schieberegler das ganze Ding um 360 Grad schwenken kann. Also hier kann man wirklich tolle Aufnahmen machen und auch in der App direkt dann bewegte Zeitraffer oder Zeitlupen vornehmen. So, zum Schluss will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Wie kann man an der Verlosung teilnehmen? Ja, das ist im Grunde ganz einfach. Meinen Kanal abonnieren, ein Like dalassen und unten ein Kommentar hinterlassen und einfach reinschreiben, für welches Smartphone ihr dieses Gimbal gerne gewinnen würdet. Die ganzen Bedingungen schreibe ich unten nochmal in die Infobox rein und auch der Link zum Produkt selbst. Dann wünsche ich noch viel Spaß und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.